Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Ich lese euch heute mal einen Kommentar von Agent 007 Modern Warfare vor der Leader von Libanon Elite, was er mir geschickt hat. Geh zur Polizei und zeig die an, die bei YouTube registriert sind. Muss ja seine Daten hinterlegen, somit kriegt die Polizei jeden. Danke, dass du mir zur Seite gestanden hast. Hey Agent, natürlich stehe ich dir zur Seite. Und ich bin auch kein Arschkriecher, wenn jetzt irgendwie Montana Black 88 irgendwie auf die Idee kommt. Ey, der junge Zocker, kriechst aber schön dem Agent in den Arsch. So ein Quatsch, ich kenne den Agent. Ich habe mit dem schon gezockt. Was für ein cooler Typ. Lesen wir mal weiter. Ja, die Polizei kriegt jeden. Danke, dass du mir zur Seite gestanden hast. Aber für mich ist dieser Köter kein Gegner. Ha, Köter kein Gegner, perfekt. Also das Kommentar, dass wenn so ein Kommentar auf YouTube ist, also das hätte in meinen Augen 5 Millionen Likes verdient, auf jeden Fall. So, will aber nicht, dass ihr dieses Video liked, also nur wenn es euch gefällt und ihr auf meiner Seite steht, könnt ihr das Video gerne liken. Wenn ihr nicht auf der Seite von mir steht oder wenn ihr mir einfach nicht glaubt, wenn ihr euch eher von Montana Black 88 verarschen lassen wollt, dann ist es eure Sache. Aber das ist eine andere Geschichte, die erzähle ich beim anderen Mal. So, ich möchte noch einen YouTuber erwähnen, Mafioso5761 auf YouTube und noch was, wir stehen zu dir, egal was passiert. Ein Mann von uns macht 100 Männer wie dieser Montana Gabe 88 Blatt. Darauf kannst du dich zu 100% verlassen. Wenn der so kleine Armee nennt, wie lächerlich muss man sein. Ja, ich fand dein Video richtig lustig, ist doch mal was Schönes, oder? Auch dieses Video mit den Affen, wo die so tanzen und Hintergrund dieser arabischen Musik. Also, Montana Black 88 und seine Abonnenten. Also, ich habe viele Videos gesehen, aber dieses Video ist Hammer. Hammer. Ich habe mir den Arsch abgelacht. Also, das glaubt er gar nicht. Kann ich euch auf jeden Fall mal empfehlen hier. Super, super YouTuber, der Gott, hätte ich was gesagt, Montana? Nee, Libanon Elite ist ein cooler Typ und Mafioso, oh Gott. Mafioso, hau rein auf jeden Fall. So. Wo bin ich denn hier? So, ihr seht schon, ich bin hier infiziert. LE, das seht ihr uns gleich hier. Das ist der Clan-Tech von Libanon Elite. Da kriegen schon die ganzen Montana Black 88 schwitzige Hände, wenn sie das sehen. Klar, ist ja normal, oder? Die kriegen Angst. Die kriegen Angst von uns. Weil, wie schon gesagt, gegen Agent legt sich keiner an. Das wäre ja alles nicht so hochgeschaukelt worden, was jetzt hier gerade ist. Ihr wisst, ich bin eigentlich ein ganz sympathischer YouTuber, hab eigentlich nichts dagegen, gucken mir gerne Ahornende an und so. Und noch andere YouTuber, KielerJunge94, habe ich mir früher auch eher gern angeschaut. Aber was heute passiert, das ist doch asozial. Richtig, richtig assi. So, was ist das? Der Akku ist leer. Schön für dich. Hab ich eigentlich Selbstmord gemacht? So, also, schauen wir nochmal, wo die Feinde sich befinden. Ah, die haben natürlich wieder keinen Plan, wo sie sind. Sind natürlich hier wieder auf der falschen Richtung. Hallo? Ja, siehst du? So macht man das. Überlebender infiziert. Ja, ich glaube, hier ist sehr gut platziert. Ich weiß gar nicht, warum ich vorhin gestorben bin. Ich glaube, ich habe Suizid gemacht oder so. Irgendwas war da doch. Jo. So, laufen wir alle mal im Team hier. So, jetzt kommt noch etwas. Wer wirklich Eier hat, oder wenn, nee, ich fordere hier auch noch mit, dass Montana Black 88 sich entschuldigt bei Libanon Elite. Und wenn du jetzt sagst, Montana, er hat angefangen, warum filmst du das dann noch auf YouTube ohne seine Erlaubnis und benutzt seine Stimme? Allein das, was du hier machst, das ist, ach, das hat doch nichts mehr mit Rufschädigung zu tun. Dafür kannst du deinen kompletten Channel verlieren. So. Aber ich will auf jeden Fall, dass du das Video löschest. Sonst wird es Ärger geben. Und das meine ich wirklich so, wie es ist. Nein, ich bin nicht so einer, der sagt, ey, wir regeln das wie Männer. So ein Quatsch, Mann. Wir haben ein wunderbares Rechtssystem. Toll. Richtig, richtig toll. Richtig toll. Und wenn du keine Geldstrafe haben willst, lösch doch das Video. Das ist doch nicht schlimm. Lösch das Video, Montana. Zeig, dass du Eier hast, wie du ja immer sagst. Du machst ja immer so einen auf, dicke Eier, dicke Hose, gell? So. Genau. Das war's eigentlich schon. 12:0. Und wen soll ich jetzt noch auf YouTube erwähnen?
Game.com, Game.com, ja, es kommt Montana, der hat Game.com gesagt. So ein Quatsch. Game.com, Game. Das ist ein richtig cooler Typ, Mann. So. Und Montana, erzähl nicht irgendwelche Lügengeschichten, die nicht stimmen. Das ist Quatsch. So. Jetzt bin ich mal raus, Leute. Jetzt soll ich noch, erwähnen, ach ja, hab vorhin noch ein bisschen mit, hab gerade einen Kommentar gelesen. David Warfor, er findet das gut, dass ich mich hier gegen so große YouTuber stelle. Auch ein cooler YouTuber, David Warfor heißt er. David Warfare, ja, so geschrieben. Ich bin auf jeden Fall raus, es wird noch mehr Ansagevideo geben. Aber, ja, muss ich mal gucken. Und dann wieder halt GTA 5 Videos, wie früher, wie damals in der guten alten Zeit. Ich bin raus, Leute. Bis dann. Ciao.